Willkommen zurück hier bei GTA San Andreas. In der letzten Folge sind wir hier in San Fierro angekommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name, and for once, I try to make something work, this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Oh. Yeah, all right. But how am I gonna find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Ja, wie cool. Die Bahn war ja auch hier. Ich hab sie schon ganz vergessen. I met them at the 89th year 11, apparently. You know how it is, man. Fields of tents, crazy-ass music, a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bears? Yeah, go figure. But they were funny guys, man. Great sense of humor. Ich frag mich immer noch, was das da sein soll. Ich glaube, das habe ich mich schon damals gefragt. Und ich glaube, diese Frage wurde mir nie beantwortet. Bang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh, man. Do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District, west of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste grant. You know, car mods, lowriders, all that shit. You down? Do polar bears shit in the woods? No, but they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Yeah, that was, like, so far gone. Ja, ihr merkt schon, das ist so übel San Francisco, aber irgendwie auch ziemlich cool. Also ich mag die Stadt eigentlich sehr gern, auch wenn man hier die ganze Zeit auf und ab hüpft. So, so. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool hier. Ich meine, alles ein bisschen steiler als sonst. Es gibt auch Chinatown, was hier ziemlich cool aussieht. Ja. Aus dem Weg. So. Okay, da stand schon irgendwas mit Medical Center. Also sind wir hier richtig. Stand das da? Ja. Ich bin doch nicht blind. Ich bin stolz auf mich. What are we here for anyway? Nothing. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne.
He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Die Sache ist halt, der Typ wirkt ultra verwirrt und ist übertriebenst der Hippie, aber er wird uns noch überraschen, das kann ich euch sagen. Allerdings in einem ganz, ganz anderen Weg. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit. Why? What's happening? My friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Perfect. Okay, next stop, cop station downtown. What? You out your mind? Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Well, okay. But you're starting to freak me out with all that space shit, man. Oh man. Das kann ja nur wieder gut werden. Jetzt auch noch zur Polizei. Und das Auto habe ich auch schon dezent abgefuckt. Ups. Aber es ist quasi auf dem Weg. Och nö. Ups. Ja, okay, hier war die Polizei. Ich erinnere mich. So. Und so. Mann, ihr seht so lustig aus. Picture a pink golf ball in your mind. Okay, we're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on, True? Look, what's going on, True? Who was him dude? Don't go there, man. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. Mann, jedes Mal der gleiche Quatsch hier. Aber ja, er ist für Verschwörungstheorien eventuell zu haben. Allerdings klang das Ganze gerade eher dann doch ein bisschen mehr ironisch als ernst gemeint. Dementsprechend weiß ich nicht, inwiefern ich dem Ganzen jetzt schon so Glauben schenken soll. Aber wir werden es herausfinden. Das steht fest. So. Oh shit. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Carl, Zero. Zero, Carl. What's up? Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius, that's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Ja, sehr, sehr gerne nicht. Oh, der Hotdog-Typ ist auch schon da, der einfach die Laterne umgefahren hat. Ich fand's einfach so lustig. Er noch so am Kiffen bei der Arbeit und dann, ja, einfach mal das Ding umfahren. A week of hard work and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot. Property.
Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Hey, man, you chose her. I'm stuck with her. Hey, Caesar, what up? I got the lowdown on Smoke's Yay. Word is, every Monday and Friday, the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for them. See if I can't spoil their little party. All right, man. Okay, hier gerade geht irgendwas ab. Wo ist der jetzt? Hier nicht. Hier auch nicht. Irgendwo? Hier in der Grove Street. Ja, da fahre ich jetzt wahrscheinlich hin, oder? Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Wir machen noch eine CJ-Mission. Erstmal speichere ich. So. Gut. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cove Hotel in the Financial. Oh, for sure. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das war und ich glaube, ich habe sie gehasst. Genauso wie die Mission bei Zero momentan. Excuse me, sir. Ja, das wird jetzt gut. Und unangenehm. So, na klasse. Ich glaube echt, das war die Mission, die ich absolut gehasst habe. Ich habe nichts mehr gehasst als diese Mission, no joke. War das schon die? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich schon. Ups. Perfekt eingeparkt, kann ich nur sagen. Kann ich ihn auch einfach überfahren? Das wäre mir tatsächlich irgendwie so am liebsten. Kein Bock irgendwie, dass jemand hört, wie ich hier rumschieße oder so. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geparkt, das muss man schon sagen. Das ging irgendwie schnell. Lol. Und warte zusammen mit den anderen Parkboys. Naja gut, wir haben jetzt immerhin einen neuen Job. Trotz unseren 24.000. Ah, you must be the new boy. Get in line. Ich weiß ja nicht. Ich muss ihn erkennen. Oh Gott. Das heißt, ich muss mich vordrängeln.
Oh Gott, ihn zu identifizieren wird schon schwierig, aber wie hier auch einfach der Nebel so komplett durchhuscht. Also das ist er nicht, glaube ich. Viel Spaß. Ist er das? Das könnte er sein. Ja, das ist er. That's the DA. He's a good tipper. No dings. Nein, 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 ich bin hier eingestiegen. Okay. Fahre zur Garage, um die Drogen zu platzieren. Und auf dem Rückweg dürfen wir gleich keine Schramme in dieses Auto fahren. Das heißt, wir können jetzt noch so ein bisschen Scheiße fahren, aber auch nicht so wirklich. Und gleich müssen wir uns richtig, richtig, richtig hart beeilen. Fuck. So, die Türen ist ja schon mal los. Oh Gott. So. Oh Gott, ich habe so keine Lust. Ich hasse diese Mission wirklich sehr, sehr doll. Der Wagen darf keinen einzelnen Kratzer haben. Ja, danke für nichts. Straßenbahn. Gegenverkehr. Bitte nicht abbiegen. Ich habe Vorfahrt. Ich habe Vorfahrt. Okay, so weit, so gut. Da kommt der, glaube ich, schon. Oh, oh. Ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr interessant. Ich bin überrascht von mir, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe. Früher fand ich das wirklich schwierig. Und ich weiß auch, einmal bin ich sogar auf den Parkplatz draufgefahren und genau in dem Moment bin ich ja halt gegen die Wand vorne gefahren. Es war einfach nur kacke. Hallo, das ist Wee Tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. That escalated quickly. Dachte, ich könnte jetzt sein Auto klauen oder so. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Guck einmal kurz, wo die jetzt gerade sind. Allerdings werde ich halt nicht. Ist das, weil ich ihn gerade weggedrückt habe? Glaub schon. Remember, heroes get... So. Gut, da ist die Folge jetzt wieder ein ganz kleines bisschen kürzer geworden, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich fahre jetzt auf jeden Fall noch speichern und dann ist auch Schluss für heute, auch für mich, denn ich muss jetzt noch den ersten Teil zumindest schneiden, damit das Ganze morgen online kommt. Also den ersten Teil von dem, was ich heute aufgenommen habe. Ja, ich fahre jetzt einfach mal kurz hier durch. Ich habe keine Ahnung, ob mir das was bringt. Perfekt. Ja, über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, Moment, wieder. Ich glaube, das ist rot, weil wir es noch nicht kaufen können, oder? Wankers. Okay, wir können die Immobilie noch nicht kaufen.
Aber ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und bis zur nächsten Folge.